Und damit schauen wir nach Pokrovs zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf mitten im Kriegsgebiet. Guten Morgen, Steffen. Du musst uns mal erklären, es wird immer wieder über diese Großoffensive der Ukrainer geredet, aber Offensiven kündigt man ja nicht an. Und die Amerikaner sagen jetzt, ja, das dauert noch ein paar Monate und manche sprechen davon, dass sie bereits schon läuft. Also wie ist denn da jetzt tatsächlich der aktuelle Stand am Tag 456 des Krieges? Also ich glaube, das sind auch so ein bisschen Psychologiespielchen seitens der Ukraine, wenn dann ein Präsidentenberater sagt, die Offensive, die laufe ja bereits richtig ist. Es gibt Offensivaktionen und es gibt Angriffe der Ukraine, aber die Großoffensive als solche, die können wir zumindest noch nicht erkennen. Vom Generalstab beispielsweise heißt es an diesem Morgen, dass die ukrainische Luftwaffe insgesamt 11 Angriffe geflogen habe, dass dabei 2 Kommandoposten und 3 Munitionsdepots der Russen zerstört worden seien. Aber die Großoffensive, die ist das mit Sicherheit noch nicht. Interessanterweise wird ja sehr viel über den Südosten eben auch gesprochen, also über die Richtung Cherson und Saporischschja. Vielleicht zu viel, um das wirklich ernst zu nehmen, ob wirklich die Offensive in diesem Bereich kommt oder eher da, wo wir jetzt unterwegs sind, im Donbass oder sogar noch weiter nördlich, nicht im Donetsk, sondern Luhansk wäre das, und dass die ukrainischen Truppen dann versuchen, quasi in den Rücken der russischen Verteidiger zu kommen. Also all das ist mit Sicherheit denkbar, aber noch einmal die große Offensive, die Gegenoffensive, die ja auch wirklich Erfolge bringen muss, Gebietserfolge, Rückeroberungserfolge, die können wir momentan hier noch nicht erkennen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.